Hallo, Kurzöse hier. Nachdem ich ein paar Dinge mit dem Microsoft Classroom in letzter Zeit bearbeitet habe und sehr, sehr viel damit erledigt habe und herausgefunden habe, dachte, es ist wieder mal Zeit, ein Video zu machen. Und zwar habe ich hier im Microsoft Classroom ein paar interessante Dinge, die man vielleicht einmal nicht als ersten, auf den ersten Blick so sieht. Also diese Dinge haben wir ja schon oft besprochen mit Aufgabenkalender, Unterhaltung, im Kursnotizbuch, Dateien und Verwalten. Das Spannende ist ja, dass diese Microsoft Classroom-Umgebung auf Office 365 Gruppen aufsetzt. Und da habe ich mir eben ein bisschen in das Backend rein gehackt und habe ein bisschen geschaut, was man damit alles machen kann, beziehungsweise wie die Dinge dann alle perfekt zusammenspielen. Das erste, das ist einmal ganz einfach und klar, dass natürlich auch die Konversationen, wie man sie eben da vielleicht sehen, und bei Unterhaltungen kann ich ja gleich draufklicken, automatisch als Gruppenunterhaltung hier auch abgebildet werden, was ja sehr praktisch ist. Und da sieht man eben, dass der Microsoft Classroom nichts anderes als eine Office 365 Gruppe ist. Auch das Notizbuch ist ein Kursnotizbuch. Das ist die Besonderheit an einem Classroom, dass hier auf Kursnotizbücher zurückgegriffen wird. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber vielleicht einmal aus der Administrationssicht an. Wenn man hier auf den Admin geht, hat man hier die jeweiligen Gruppen und man kann diese Gruppe, sprich diesen Microsoft Classroom Kurs, auch auswählen. Und ich habe hier zum Beispiel den Besitzer, also das bin ich, weil ich das erstellt habe, und hier für meinen Rebellenkurs die jeweiligen Mitglieder. Und man kann jetzt ganz einfach und schnell auch in diesen Gruppen über Bearbeiten ganz einfach Mitglieder hinzufügen und auch Mitglieder wieder entfernen. Beziehungsweise hier muss ich zuerst auf Mitglieder drücken, dann kann ich die Prinzessin Lea suchen und kann sie hier ganz einfach wieder hinzufügen. Und die Liste der Mitglieder wurde aktualisiert und wird dann eben auch sofort im Classroom aktualisiert. Das Spannende ist, dass es ja für die Gruppen noch ein bisschen mehr Einstellungen gibt und diese Einstellungen findet man in den Exchange-Einstellungen. Und wenn man hier in die Gruppeneinstellungen geht, ich habe hier ein paar Gruppen und klicke hier auf den Rebellenkurs bearbeiten, dann sieht man hier eben noch ein paar mehr Einstellungen beziehungsweise noch ein bisschen feiner granuliert. Also man sieht hier den Besitz, das bin ich, weil ich ja den Classroom-Kurs erstellt habe, und hier die jeweiligen Mitglieds Schafften. Ich habe das vielleicht noch nicht wirklich fertig gemacht, vorher mit der Prinzessin Lea. Wenn wir es hier noch einmal hinzufügen, die Lea werden wir noch ganz einfach suchen und zu dieser Gruppe hinzufügen. Und man sieht dann, okay, sobald das gespeichert ist, habe ich hier ein neues Mitglied in dieser Gruppe und das bedeutet wiederum, dass sie auch Mitglied in der Klasse ist, in dem Classroom. Und das bietet natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, weil man jetzt natürlich auch das von einer anderen Seite angehen kann. Und ich habe das schon einmal getestet, wenn man zum Beispiel hier als User einfach eine Gruppenanfrage stellt. Man könnte ja hier ganz einfach nach einer Gruppe suchen und dann könnte man fragen, ob ich dieser Gruppe beitreten darf. Und schon bin ich auch in dem Microsoft Classroom beigetreten. Es dauert immer ein Weilchen, bis dass man hier die Kursteilnehmer sieht, aber machen wir vielleicht hier mal kurz eine Aktualisierung. Wir sehen es hier schon, auf alle Fälle ist die Lea Organa jetzt schon nicht nur der Gruppe beigetreten, sondern auch in diesem Rebellenkurs, in diesem Microsoft Classroom-Kurs dabei. Wirklich interessant, weil man dadurch verschiedene Szenarien abbilden kann. Man könnte auch, und das ist ja hier noch einmal in den Exchange-Einstellungen vielleicht auch noch ein paar weitere interessante Dinge erledigen, wie hier zum Beispiel Nachrichten annehmen. Also man kann auch wirklich auch externe Absender zulassen für diese Classroom-Gruppen. Spannend, was dann passiert, beziehungsweise auch Gruppendelegierungen verwenden. Wäre wirklich interessant, wie das Ganze hier das dann verändert. Hier noch einmal die Einstellungen und ich glaube, hier wäre es am interessantesten, wenn man zum Beispiel dann seinen Kurs sogar öffentlich gestaltet, sprich jeder, der mit diesem Office 365 Login
in diesen Tenant kommt, könnt ihr dann auch diesen Classroom-Kurs besuchen. Soweit so gut einmal das Erste. Was ich noch zeigen möchte, ein bisschen die Welt weiter zu spinnen und ein bisschen zu zeigen auch, was Microsoft hier alles mitliefert. Was ja sehr spannend ist, das Ganze ist ja immer nur in der Online-Welt. Das Ganze funktioniert aber genauso auch in der Offline-Welt oder auch in der Desktop-Welt. Nicht offline, aber in der Desktop-Welt. Und man sieht hier zum Beispiel die verschiedenen Gruppen, die ich hier habe, aber auch eine Gruppe davon ist mein Rebellenkurs und man sieht hier die Konversationen direkt in Outlook. Man kann auch hier sofort seinen Kalender auch anzeigen lassen, also den Gruppenkalender, den ich hier vielleicht noch einmal anzeigen kann. Man kann auch sofort auf die jeweiligen Gruppenkonversationen wieder zurückgehen, auch auf das OneNote zugreifen. Es ist direkt sofort auch hier das Gruppen-OneNote, das Klassennotizbuch hier für diesen Rebellenkurs aufrufbar in der Desktop-Welt. Und man kann auch direkt in dieser Gruppe, man sieht es hier ganz nett in diesen Gruppentools, sofort auch von hier Mitglieder hinzufügen, die Mitgliedschaft verändern, zum Beispiel eben die Abonnierung, das Abonnement verändern, hier die Mitglieder hinzufügen. Das geht also auch aus der Desktop-Welt ohne Probleme. Man kann auch hier die Gruppe bearbeiten mit den jeweiligen Informationen. Also das sieht man, dass das Ganze wirklich sehr praktisch alles ineinander greift und sehr gut durchdacht wurde von Microsoft, um das Ganze ja auch in der Desktop-Welt funktionieren zu lassen. Ebenso sind diese Classrooms ja auch mit einer Smartphone-App zugänglich. Also hier sieht man wirklich über alle Endgeräte hinweg, wie sich hier Microsoft die Mühe macht, diese Microsoft Classrooms auch wirklich an den Mann, an die Frau zu bringen, auf alle Fälle. Gut, soweit. Ein kurzer Einblick vielleicht in den Hintergrund von Microsoft Classroom. Ich würde mich über Kommentare sehr freuen und vielleicht auch über Fragen, damit man das Ganze dann vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen genauer betrachten kann.